dass die Hilfsfertigkeiten behalten werden, auch wenn man die Zweitlaufbahn wechselt, das ist ziemlich nice. Das gefällt mir. Wahrscheinlich werde ich die regulären Klassenfertigkeiten nicht behalten. Davon gehe ich zumindest mal ganz stark aus. Wir werden es ja gleich sehen bei Hanit. So. Okay. Kriege ich das hin, dass beide breaken? Ja, kriege ich. Kriege ich, okay. Ah, ich habe nicht geguckt, ob ich ob ich die anderen Fähigkeiten noch zur Verfügung habe, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass nein. Ja, genau. Jäger und Tänzer, nicht mehr Apotheker. Hätte mich aber auch sehr gewundert. Das hätte mich sehr, sehr gewundert. Mal schauen, Nachtode? Vielleicht? Nee. Keine Schwäche. Okay. Aber der Passatsturm ist eine Schwäche. Also nutzen wir den mal ein bisschen, ne? So. 1000 Speere. Und, rufen wir mal Linde. Komm, spring mal ihn an hier. So. Too slow. You're too slow. My turn. Okay. So. Eigentlich würde ich ja hier jetzt gerne mit letztes Gefecht angreifen. Aber das lasse ich mal. Stattdessen nutzen wir mal 1000 Speere, um beide zu breaken. Sehr schön. Hat auch funktioniert. Sehr gut. Okay. Hauen wir noch ein bisschen mit drauf. Finde ich, ist eine ganz gute Idee. So, Hanit, nimm mal hier BP. So. Okay. Denn schauen wir uns doch mal die verwirrende Anmut an. Was kriegen wir? FP Recovery, nice. Okay. Ne. Erfahrung mal 2. Das ist doch schön. Erfahrung mal 2 ist ein Effekt, den ich gerne nehme. Dafür verzichte ich auch gerne auf die, auf meine BP. Letztes Gefecht. Wie viel Schaden machen wir damit? Ja, ist okay. Das ist ganz okay. Damit kann ich leben. Ey. Mistvieh. Ganz ehrlich, noch eine verwirrende Anmut, bitte. Okay. Ja, gut. Kann man mitarbeiten. So. Ran an Apfelessenz, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist nützliches Zeug. So,
Wie viel Geld kriegen wir? 1500. Ah, hatten wir den? Nee, wir hatten nicht den bestohlen beim letzten Mal. Wir hatten beim letzten Mal einen anderen Gegner bestohlen, aber auch 1500 und ein bisschen was bekommen. Das ist okay. Damit bin ich zufrieden. Hey, na? Unfassbar. Dieses Monster hat mich erwischt. Bin ich allein wirklich so schwach? Ihr bitte, wollt wissen, wo ich das Untier traf? Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr euch in eine solche Gefahr begebt. Alter. Okay, was kann man die stehlen? Oh, wenigstens ein bisschen... bisschen sinnvolles Zeug. Oh, ihr schon wieder. Ihr wurdet überrascht, das finde ich nicht so gut. Bei meinen aktuellen HP. Beziehungsweise GP. Sind's ja. Aber, ist okay, ist okay. Man kann damit arbeiten. So. Dann breaken wir ihn, dann breaken wir ihn. Mist, das ist ein Messer. Ne, keine Schwerter. Ich trottel. Ich trottel. Ich bin ein Dumm. So. Okay. Was habe ich denn so für Bestien? Dreifachangriff. Nächste Runde. Nächste Runde machen wir den Dreifachangriff. Und dann schauen wir mal. Moment. Letztes Gefecht. Oh, mir greift ein Gegner. Ah, ich kann aber nicht auswählen, wie es aussieht. Nee, voll geboostet greift er beide an. Auch gut. Nehme ich mit. doch, das nehme ich. Das nehme ich. Gut. So, dann nehmen wir da ein bisschen Heilung mit. So, normalerweise greifen sie den an mit der Schwäche. Diesmal natürlich nicht. Ist aber auch ganz gut, weil ansonsten wäre das Viech wahrscheinlich gekillt worden und das will ich eigentlich nicht. So. Na denn. Mistvieh. Okay, Schwerter haben wir auch zur Verfügung, also schlagen wir damit zu. Und du haust nochmal ein letztes Gefecht raus, weil das so viel Schaden gemacht hat. Na gut. Ungeboostet macht es nicht ganz so viel Schaden. Schade eigentlich. Naja. So. Ach, Mist. Therion pennt noch. Oh, ja. Ich muss jetzt sogar eine Pflaume nutzen. Kitty geht. Eine Olive meine ich. Naja, ist dann so. Ist dann jetzt halt so, ne? So. Okay, sammeln. Ja, die Wahrscheinlichkeit reicht mir. 1, 29. Ja. Warum mache ich sowas? Okay. Aber Ulbrich ist gerade noch dran. Der kann einmal beleben. Beleben. Und dann können wir hier. Oh, what? 31% Chance nur. Das wird auch nicht besser. Igitt. Okay. Let my arrow
flying true. Immer noch nur 31. Hm. Tja. Dann ist das so. Dann ist das so. Dann wird das auch nicht besser. Pff, mir doch egal. Benebelnde Würze. Jo. Nehme ich mit. Okay. Ja, komm, speichern wir eine Runde. Sicher ist sicher. Und dann auf nach Quellborn. Ah, das stimmt. Ich hatte hier aber etwas zu erledigen. Jo, nämlich Kapitel 3 von Ulbrich. Nachdem du alles von Gustav erfahren hast, was er wusste, begibst du dich nach Quellborn. Irgendwo hier muss Erhard zu finden sein. Was bisher geschah? Ulbrich hat in der Arena von Victor Skuhl einen großen Sieg errungen. Und Gustav, den Schwarzen Ritter, in einem epischen Kampf besiegt. Gustav erzählte die Geschichte von Erhards Vergangenheit. Eine Geschichte über ein verlorenes Zuhause, während ein König tatenlos zusah. Und darüber, wie Erhard diesem König Rache schwor. Trugst du dein Schwert um der Rache willen, alter Freund? Wofür kämpfst du nun, wo dein Durst nach Rache gestillt wurde? Hast auch du deinen Lebenszweck verloren? Dies waren die Fragen, auf die Ulbrich Antworten suchte. Antworten, die er nur finden würde, wenn es zum Kampf kam. Und so kam Ulbrich in Quellborn an. Er hat es irgendwo in dieser Stadt. Am besten frage ich erstmal ein paar Leute. Ja, oder wir gehen erstmal einkaufen. Eins von beiden. Reina. Willkommen im Oasendorf Quellborn. Hi. Okay. Erstmal haben wir eine Kiste. Mit einer Heiltraube M. Das ist doch schön. Hi ho! Einer unserer Späher ist kürzlich draußen in den Treibsandhöhlen. Hat kürzlich draußen in den Treibsandhöhlen eine riesige Schlange entdeckt. Aber keiner wollte dem armen Kerl glauben. Also ging er noch einmal allein in die Höhlen, um es uns zu beweisen. Falls es tatsächlich so ein Tier geben sollte, müssten wir es natürlich erledigen. Solch ein Monstrum dürften wir nicht umherstreuen lassen. Ja, Mensch. Hell. Ich bin den ganzen Weg von Stillschnee hoch im Norden bis hierher gekommen, um meinen Gaumen mit süßen Leckereien zu verwöhnen. Ich hatte gehofft, meine Küche mit den Datteln veredeln zu können, die hier verkauft werden, und angeblich jeder Mahlzeit eine köstliche Süße verleihen. Aber die Datteln, die ich probiert habe, sie haben einen unleugbaren Nachgeschmack, der diese Wirkung zunichte macht. Irgendwo auf der Welt muss es doch einen perfekten Süßstoff geben, der ohne Makel die Zunge verwöhnt. Oh wow. Okay. Das könnte interessant werden, den zu finden. Aber gut. Hey, na? Es gibt immer wieder Berichte von nächsten Menschen am Rand der Ruinen. Unterschätzt sie nicht. Sie mögen Monster sein, ne? Aber sie verwenden Werkzeuge und Waffen. Sie gehen in ihren Kämpfen sogar strategisch vor. Wenn euch euer Leben lieb ist, haltet euch von den Höhlen nahe den Ruinen fern. Okay. Hier treffen sich die Wachleute. Wenn ihr nichts zu tun habt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr verschwindet. Entschuldigung. Ah, das ist einer der Bewohner, mit dem wir reden sollen. Okay. Well met. Entschuldigt, kennt ihr einen Mann namens Erhard? Meint ihr den harten Kerl mit dem Schwert? Klar, den kennt hier jeder. Er hat unsere Stadt vor diesen gottverdammten Echsenmenschen beschützt, als sie versuchten, über uns herzufallen. Manche sehen in ihm unseren Retter, und von mir werdet ihr sicher nichts anderes hören. Habt ihr eine Idee, wo ich ihn vielleicht finden könnte? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Um die Wahrheit zu sagen, lässt er sich hier nicht oft blicken. Und tatsächlich, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Hilfe.
Tja, das hat dir nicht viel gebracht. Ich bekomme ständig Trauben von dieser alten Frau. Wann hört das jemals auf? Trauben? Kannst du ja mir geben, wenn du die nicht magst. Urtümliches Gewand. Versuchen wir's? Yes, nice. Sehr schön. Sehr schön, das Gewand könnte interessant werden. Hallo. Hey. Könnt ihr mir helfen? Ich suche einen Mann namens Erhard. Erhard, dann sucht ihr den Schwertkämpfer. Also, kennt ihr den Mann? Ja, und ich kenne ihn gut. Das tun wir alle, denn wir stehen tief in seiner Schuld. Ihr steht in seiner Schuld? Ja, seht ihr, diese Stadt wird von verdammten Echsenmenschen heimgesucht. Früher sind sie nur durch ihre Höhlen geschlichen und haben uns in Ruhe gelassen. Doch dann haben sie damit begonnen, Reisenden aufzulauern. Eine schöne Beschwörung war das, bis Erhard kam und begann, sich um sie zu kümmern. Und wo ist er jetzt? Das kann ich euch nicht sagen. Auf der Straße ist er nicht aufzusehen. Gramercy. Ich verstehe. Danke für eure Hilfe. Soll ich mein Gold für Glücksspiele oder andere Arten des Vergnügens ausgeben? Tja, keine Ahnung. Aber du kannst es auch mir geben, ne? Also, wäre jetzt auch nicht großartig problematisch, zumindest nicht für mich. Not so. Einen Augenblick. Ohne Einladung seid ihr drin nicht willkommen. Aha. Okay. Was kann man von dir so kriegen? Eine alte Münze. Nimm ich mit. Blendstaubflasche. Warum nicht? Heiltraube M. Ja. Nehmen wir auch noch mit. Hey, na? Es geht. Well met. Entschuldigt, meine Dame. Kennt ihr einen Mann namens Erhard? I'm pretty sure. Erhard. Ich nehme an, ihr spricht von dem Schwertkämpfer. Just so. Das sollte er sein. Oh, yes. Vor einer Weile hat er eine Handelskarawane vor den Fängen der Echsenmenschen bewahrt und sie wohlbehalten in die Stadt geleitet. In dieser Gegend ist er eine Art Held. Allerdings habe ich ihn noch nie selbst zu Gesicht bekommen. Habt ihr eine Idee, wo ich ihn vielleicht finden könnte? Schwer zu sagen. Er lässt sich in der Stadt nicht oft blicken. Thank you. Das ist bedauerlich. Trotzdem vielen Dank. Tja. Tja, also... Hold it! What? Ihr dort, halt! Wenn es euch nichts ausmacht, Herr, hätten wir ein paar Fragen. Worum geht es denn? Seid ihr derjenige, der... ist ein anderer Typ. Seid ihr derjenige, der durch die Stadt läuft und die Bürger mit Fragen zu Fürst Erhard belästigt? Fürst? What? I see. Ich habe ihn gefragt, ja. Würdet ihr uns vielleicht erklären, warum... Was soll ich denn nur sagen? Ich möchte ungern lügen, aber nach allem, was die Stadtbewohner mir gesagt haben, ist Erhard hier eine wahrhaftige Legende. Was würden sie wohl denken, wenn sie wüssten, dass ich einen Groll gegen ihren Retter und Helden hege? Oh? Hat es euch die Sprache verschlagen, Herr? Wir können auch irgendwo hingehen, wo wir ungestörter sind, wenn ihr wollt. As you wish. Ja, das wäre wohl das Beste. Was für ein Leben lebt ihr hier, Erhard? Habt ihr hier eine neue Bestimmung gefunden? Einen Grund, um zum Schwert zu greifen? Und wenn ja, wird mir das ebenfalls gelingen? Also jetzt mal langsam. Lasst mich das mal auf den Punkt bringen.
Er ist Olbrich Eisenberg, bekannt als die unbeugsame Klinge von Hornburg, einem Reich, das vor einigen Jahren unterging. Nun, ihr seid hier, um Fürst Erhard aufzusuchen, da ich damals in ihm diesem Reich als Ritter zur Seite stand. Just so. Das fasst es gut zusammen. Möget ihr gesegnet sein, Herr. Wir fühlen uns geehrt, einen ehemaligen Waffenbruder des Fürsten in Quellborn begrüßen zu dürfen. Das hättet ihr gleich sagen sollen, Herr. Und wir hätten euch die Unhöflichkeit erspart, euch in dieses schäbige Zimmer zu verfrachten. The truth is... Der Rest der Geschichte mag euch nicht so gefallen. Es ist viel passiert zwischen Erhard und mir, nachdem wir damals Seite an Seite kämpften. Es geht um Dinge, die nicht auf die Straße gehören, wo die Bürger dieser Stadt sie aufschnappen könnten. Indeed? Okay. Dennoch, darf ich wohl davon ausgehen, dass ihr nicht abgeneigt seid, die Geschichte mit uns zu teilen, Herr Olberich? Oh. Hauptmann Bale, Herr! Lasst uns allein, ich möchte mit Herrn Olberich unter vier Augen sprechen. Wenn ihr erlaubt, Herr Olberich? I see. Natürlich, ich habe meinerseits auch Fragen. Die habt ihr ganz bestimmt. Oh. Dann gehe ich mal und inspiziere die Männer, Herr. Ja, mach das mal. Inspiziere mal die Männer. In fact. Ihr solltet wissen, dass ich der Grund dafür bin, dass Fürst Erhard für die Stadt kämpft. Ist das so? Wir haben uns zufällig getroffen. Ich nehme an, ihr habt die Geschichten von den Echsenmenschen gehört? I see. Ich habe gehört, dass es außerhalb der Stadt Überfälle auf Reisende gab. Verily. Eine Karawane geriet in einen Hinterhalt. Doch das Glück war den Hintern hold an diesem Tag. Fürst Erhard schlug die Angreifer zurück und geleitete die Karawane sicher in die Stadt. Als er mir seinen Namen nannte, erkannte ich ihn sofort. Ich fragte ihn, ob er einst ein Ritter Hornburgs gewesen sei. Er leugnete es nicht. And so... Es war offensichtlich, dass er ohne konkretes Ziel unterwegs war. Daher lud ich ihn ein, bei uns zu bleiben. Zunächst zögerte er, doch am Ende willigte er ein, zu bleiben und uns zu helfen. Sofern ich das kann, waren seine genauen Worte. I see. Und seitdem hilft er euch, die Bedrohung durch die Echsenmenschen abzuwehren. Yes. Richtig. Die Bewohner der Stadt sind ihm sehr dankbar für seine Dienste. Ich nehme an, ihr wollt wissen, wo er sich aufhält? Früher wart ihr Kameraden, die beiden größten Ritter eures gefallenen Reiches. Ich sehe keinen Grund, euch die Wahrheit vorzuenthalten. Ihr etwa? So wie es aussieht, braucht die Stadt Erhard. Doch ich bin gekommen, um sein Blut zu vergießen, falls nötig. Soll ich ihn jetzt konfrontieren? Ist es der richtige Zeitpunkt? Habt ihr neue Beweggründe gefunden, Erhard? Ein edles Motiv, für das es sich lohnt, eure Klinge zu schwingen? Ein Mann des Schwertes muss etwas haben, das er beschützen kann. Ist das die Antwort, die ihr gefunden habt? Ich muss diesen Mann treffen. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, ob er seinen Lebenszweck gefunden hat, nachdem er mir meinen genommen hat. Und wenn ja, kann er mir zurückgeben, was ich verloren habe? Nein, überhaupt keinen Grund. Sagt mir, wo er ist. In fact. Nun gut, Fürst Erhard ist... Dire News! Hauptmann, Herr! Die Echsenmenschen! Eine ganze Horde von ihnen! What's that? Wo, Gottverdammt? Sie kommen geradewegs auf die Stadt zu, Herr. Und mehr als wir je gesehen haben. Curses. Was ist mit Fürst Erhard? Er eilte zu den Höhlen, um sich allein dem Kampf zu stellen. Das war das Letzte, was wir gehört haben, Herr. Gute Güte, dann können wir nur für ihn beten. Versammle inzwischen alle kampfbereiten Männer und marschiere mit ihnen der Horde entgegen. Die Stadt geht vor. Sobald wir den Angriff abgewehrt haben, können wir Erhard zur Hilfe eilen. Present! Ja! Well. Erlaubt ihr mir, euch zu helfen? Yes. Erlauben? Wir würden uns freuen. Wir haben jedes Schwert bitter nötig, das sich auftreiben lässt.
Bereit machen zum Kampf. Wir marschieren unverzüglich los. Ja, nochmal. Herr, ne? May the gods guard your blade. Herr Olberic, folgt uns, sobald ihr bereit seid. Wir treffen uns dann auf dem Weg am See. As you wish. Da werde ich sein. Der Schutz der Stadt geht vor. Später wird noch genug Zeit sein, Erhard zu finden.